Johannes von Lesenett, hallo und willkommen zum Kampf der Ökosysteme, konkret der Vergleich zwischen dem Tolino Vision 2 und dem Kindle Paperwhite 3, also dem neuesten Spross der Kindle Paperwhite Familie, der meistverkauften E-Book-Reader von Amazon und wohl insgesamt auch, sowie dem Tolino Vision 2, dem klar meistverkauften EPUB-Lesegerät in Deutschland, herausgegeben und verkauft, vertrieben von der Tolino Allianz, der großen deutschen Buchhändler. Wo die Unterschiede liegen zwischen diesen beiden Lesegeräten, die ungefähr gleich viel kosten, beide so um die 120 Euro, was die Vor- und Nachteile sind, welches Lesegerät für wen die bessere Kaufwahl ist, dazu im Folgenden. Der Tolino Vision 2 erschien im Oktober 2014, der Kindle Paperwhite 3 jetzt gerade im Juni 2015. Der Kindle Paperwhite 3 ist also das deutlich neuere Gerät, was allerdings auf den ersten Blick, wie ich finde, nicht ersichtlich ist. Der Tolino Vision 2 wirkt mit seiner durchgehenden Frontverglasung, mit seiner planen Oberfläche, diesem Tablet-Look hier, doch, wie ich finde, zeitgemäßer und moderner als der Kindle Paperwhite 3, der noch dieses klassisch eingelassene Display hat. Was auch durchaus praktische Nachteile hat, wenn ich hier über das Vision blättere, was beim Tolino Vision 2 möglich ist, beim Kindle Paperwhite 3 natürlich genauso, dann stößt der Finger hier beim Vision nicht an einen Rand, den gibt es nicht. Beim Kindle Paperwhite 3 hingegen habe ich hier immer noch einen kleinen Kontakt, der schon als störend empfunden werden kann. Ich kann über Vision blättern beim Tolino Vision 2, allerdings auch über das Tappen auf die Rückseite. Tap-to-Flip nennt sich das. Das ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Hardware-seitig das andere Unterscheidungsmerkmal ist, dass das Gerät wasserdicht ist. Also ich es relativ bedenkenlos in die Badewanne mitnehmen kann. Eine Gewährleistung gibt es nicht, dass alles andere als Klarwasser am Tolino Vision 2 keinen Schaden anrichtet. Allerdings sollte die Tolino Allianz da schon relativ kulant sein und es ist zumindest nichts anderes zu Ohren gekommen bislang. Bei Betrachtung der beiden Geräte von vorne fällt auf, dass der Tolino Vision 2 hier über eine sensorische Home-Taste verfügt, Tolino-Taste, mit der ich von jedem Punkt innerhalb des Tolino Vision 2 ins Hauptmenü zurückkomme. Daneben haben wir hier vorne keine Tasten. Der kleine Pfeil hier oben merkt schon an, dass die An-Aus-Taste beim Tolino Vision 2 hier oben ist. Daneben haben wir eine dedizierte Beleuchtungstaste. Die hat der Kindle Paperwhite 2 nicht, wohl aber eine An-Aus-Taste, die hier unten zu finden ist bei diesem Gerät. Daneben sehen wir hier den USB-Anschluss, Micro-USB-Anschluss, ebenso beim Tolino Vision 2 vorhanden, mit dem der 4 GB interne Speicherplatz bei beiden Geräten befüllt und das Gerät aufgeladen werden kann. Micro-SD-Karten-Slot zur Erweiterung dieses Speicherplatzes bringen beide Geräte nicht mit. Der Tolino Vision 2 sieht natürlich von vorne durch diese plane Oberfläche auch anders aus, wenn ich ihn so schräg halte. Beide Geräte sind aber abgesehen davon schwarz und matt. Auf der Rückseite genauso. Hier haben wir verschiedenartige Reliefstrukturen. Also der Schriftzug ist verschieden, aber im Prinzip geben sich die Geräte in optischer Hinsicht da nicht viel. Die Tolino Vision ist allerdings wirklich, wenn ich die beiden Geräte so in der Hand habe, spürbar leichter. Bringt 175 Gramm auf die Waage, Kindle Paperwhite 3 bringt 205 Gramm auf die Waage, 30 Gramm Unterschied. Das macht sich schon wirklich bemerkbar. Ohne dass der Kindle Paperwhite 3 jetzt wirklich störend schwer in der Hand liegt, kann man erfahrenermaßen auch längere Zeit einhändig zum Lesen benutzen und in der Hand haben. Aber im direkten Vergleich fühlt der Tolino Vision 2 sich schon wirklich leichter und besser handelbar an. Ich habe beide Geräte mal eingeschaltet. Wir sehen bei beiden Lesegeräten die Hauptmenüs, übrigens beide aktuell mit ausgeschalteter Beleuchtung. Da sehen wir, dass sich die Tolino Allianz sichtbar an Amazon orientiert hat. Also die Aufteilung ist hier exakt identisch. Oben haben wir die zuletzt gelesenen E-Books auf dem Gerät. Bei Amazon alternativ auch die zuletzt geladenen E-Books in der Cloud. Und da unten die aktuellen Empfehlungen oder eine aktuelle Auswahl aus den Stores der jeweiligen Anbieter. Dieses Testmuster des Tolino Vision 2 kommt von ebook.de. Entsprechend haben wir hier einen ebook.de-Store angebunden. Alternativ könnte da auch eine Verlinkung des Thalia, des Weltbild, des Hugendubel, des Club Bertelsmann Marktplatzes und so weiter sein. Erwähnenswert an dieser Stelle ist auch gleich schon mal, dass diese Tolino-Stores untereinander vernetzt und synchronisierbar sind. Sprich, wenn ich auch hier einen Tolino Vision 2 mein eigen nenne, ein E-Book aber bei Thalia kaufe, zum Beispiel weil es nur dort verfügbar ist oder bei englischsprachigen E-Books vielleicht auch, weil es dort günstiger ist, dann kann ich das E-Book problemlos über die Tolino Cloud auf meinen ebook.de Tolino Vision 2 bekommen.
Ich navigiere bei beiden Lesegeräten mal in ein Buch rein, um mir die Textanzeige anzuschauen. Das eigentlich Wesentliche ja bei E-Book-Readern. Das geht bei beiden Geräten auch ziemlich schnell. Und sehe hier die Textanzeige, jeweils zweitkleinste Schriftgröße, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich überprüfe das eben nochmal, schaue mir bei der Gelegenheit auch gleich die Textanzeigeoptionen an. Beim Kindle Paperwhite 3 ist hier Bookerly schon als Schrift ausgewählt, die neue Kindle-Schrift, Kindle-Exklusivschrift. Sowas hat die Tolino Allianz aktuell nicht. Da stehen neben der Verlagsschrift noch 5 weitere Schriftarten zur Auswahl. Es können auch eigene Schriftarten installiert werden. Aber so eine dedizierte E-Reading-Schrift bringt der Tolino Vision 2 ab Werk nicht mit. Schriftbild sieht trotzdem gut aus, aber es ist eben nichts E-Reading-spezifisches. Und ich muss ehrlich sagen, die neue Textanzeige oder das neue Textlayout, auch Bookerly, gefällt mir beim Kindle Paperwhite 3 wirklich ausgezeichnet. Also ich möchte diese Schrift schon nicht mehr missen. Was wir hier auch schon sehen, ist die neue Silbentrennung hier beim G. Das hat die Kindle-Plattform vorher nicht mitgebracht. Bei der Tolino-Plattform sehen wir es hier schon, ist das schon an Bord, ohnehin. Wie gesagt, bei beiden Geräten die Beleuchtung ausgeschaltet. Im direkten Vergleich könnte trotzdem auffallen, dass die Displays verschieden sind. Eine der wenigen Neuerungen des Kindle Paperwhite 3 ist ja die höhere Auflösung gegenüber dem Kindle Paperwhite 2. Wir haben hier eine Auflösung von 300 ppi, Pixel per Inch, im Vergleich zu 212 ppi. Beim Kindle Paperwhite 2 oder auch hier beim Tolino Vision 2. Also die Textanzeige ist schärfer beim Kindle Paperwhite 3 auf dem Papier, aber ich finde auch durchaus real. Wenn ich mir die beiden Textanzeigen hier direkt vor Augen führe, finde ich schon zum einen, dass der Kindle Paperwhite 3 nach wie vor, also wie auch das Vormodell, etwas bessere Kontrastwerte hat im Vergleich zum Tolino Vision 2. Der Hintergrund ist doch ein bisschen heller. Bei ausgestatteter Beleuchtung auch. Die Schrift ist doch ein bisschen dunkler, also daraus resultierend ein höherer Kontrast. Aber die Schrift ist auch wirklich schärfer. Ist kein großer Unterschied und wie so häufig gilt, wenn ich wirklich den Tolino Vision 2 mir hier standalone anschaue, für sich genommen anschaue, habe ich hier eine sehr gute Textanzeige, eine sehr gute Textdarstellung, wo ich auch wirklich schon viele schöne Leseabende mit verlebt habe. Aber wenn ich dann eben zum direkten Vergleich, und darum geht es ja hier, den Kindle Paperwhite 3 daneben lege, sehe ich eine noch etwas bessere Textanzeige und ein wirklich ja, schönes, klares Schriftbild. Daneben, wo wir hier gerade schon in den Menüs waren, sehen wir, zu den Notizen möchte ich nicht. Notizen, Anmerkungen kann ich bei beiden Geräten natürlich auch machen. Die werden auch synchronisiert. Ich sehe hier bei beiden Geräten verschiedene Textgrößen, Textarten zur Auswahl. Kann hier auch den Zeilenabstand und die Seitenränder verändern. Kann auch die Ausrichtung verändern. Also kann hier vom Blocksatz zu linksbündig und zu zentriert wechseln. Das geht beim Kindle Paperwhite 3 nicht. Schauen wir uns das Leseerlebnis mal bei eingeschalteter Beleuchtung an. Es heißt ja, umso heller die Umgebung, desto heller sollte die Beleuchtung sein. Hier bin ich mal auf 100% gegangen. Ich kann das Ganze, wie gesagt, auch über eine haptische Taste hier oben regulieren. Das ist beim Kindle Paperwhite 3 nicht möglich. Alternativ aber einfach auch hier auf die Sonne klicken. Gehe mal beim Kindle Paperwhite 3 auf 100%, schaue mir die Schriftanzeige jetzt nochmal an und wie ich finde, sind die Unterschiede jetzt sogar noch größer. Also wir haben beim Tolino Vision 2 eine ja, leicht ins Gelblich gehende Ausleuchtung, beim Kindle Paperwhite 3 eine neutral bis bläuliche Ausleuchtung. Ich finde beim Kindle Paperwhite 3 noch mehr ins Blaue gehend als beim Kindle Paperwhite 2. Unabhängig davon, aber nach wie vor natürlich eine sehr scharfe Textanzeige, schärfer als beim Tolino Vision 2, technisch bedingt einfach auch, da sind mehr Pixel auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Daneben aber auch einen sehr weißen oder einen sehr hellen Hintergrund, sehr gute Kontrastwerte und damit im direkten Vergleich, doch das bessere Leseerlebnis und die bessere Textanzeige, wenn man sich diese beiden Geräte hier im direkten Vergleich zueinander anschaut. Ein Punkt, den ich wirklich nur ganz kurz ansprechen möchte, ist die PDF-Anzeige. Auf beiden Geräten ist es möglich, sich PDFs ohne Kopierschutz anzeigen zu lassen. Der Tolino Vision 2 unterstützt auch die Anzeige von PDFs mit Kopierschutz, zum Beispiel aus der Online geladen. Allerdings sind beide Lesegeräte technologiebedingt. E-Ink ist für schnelles Zoomen, schnelles Blättern einfach nicht so geeignet. Und ja, was so die Ausstattung betrifft, wirklich nur als Notbehelfsmöglichkeiten zur Anzeige von
PDF-Dateien zu verstehen. Beide Geräte bieten auch nicht die Möglichkeit, immer zum Beispiel den gleichen Textausschnitt gezoomt zu haben, wie das bei Sony der Fall war. Und sind als PDF-Lesegeräte wirklich nur ein Notbehelf und sollten auch nicht als solche gekauft werden. Darum möchte ich hier gar nicht detaillierter auf die PDF-Optionen eingehen. Gibt es in den jeweiligen Einzeltestberichten weitere Informationen, falls euch das interessiert. Zu den Stores, da tippe ich hier bei beiden mal in den Store rein. Beide haben, was Verlagstitel, aktuelle Verlagstitel betrifft, eine Auswahl, die wunschlos glücklich macht. Also ein Vollsortiment im Prinzip, sowohl was aktuelle Bestseller betrifft, als auch was die Backlist betrifft. Sowohl Tolino Allianz als auch Amazon sind da seit Jahren schon, bieten keinen Grund zur Klage. Unterschiede gibt es beim Self-Publishing-Sortiment. Da hat Tolino über den Start von Tolino Media, einer gemeinsamen Self-Publishing-Plattform, in den letzten Monaten doch deutlich aufgeholt. Allerdings, ja, was heißt deutlich aufgeholt, muss man relativ sehen. Es gibt ein paar tausend Self-Publishing-Titel neu bei den Tolino Stores jetzt. Bei Amazon gibt es aber nach wie vor hunderttausende Exklusivtitel. Exklusive Indie-Romane, die häufig sehr günstig oder sogar kostenlos angeboten werden, also 0 Cent bis 2,99 €, 3,99 €, 4,99 € teilweise auch, aber insgesamt auch deutlich unter dem, was Verlagstitel kosten, wie man hier sieht. Das ist ebook.de Edition, genau. Sowas gibt es auch innerhalb des Tolino-Kosmos mittlerweile, allerdings kopierschutzfrei. Also hier bestände auch die Möglichkeit, das E-Book sich herunterzuladen, zu konvertieren und auf den Kindle Paperwhite zu übertragen. Umgekehrt ist das nicht möglich. E-Books, die bei Amazon gekauft werden, sind in aller Regel, zumindest ohne Vorkenntnisse sozusagen, nicht ohne weiteres konvertierbar ins EPUB-Format, weil sie kopiergeschützt sind. Und ist doch schon eine sehr enge Bindung und ein sehr großer Zwang kommt damit einher, wenn man sich so ein Kindle Paperwhite 3 anschafft, dann auch in dieser Kindle-Plattform zu bleiben, was so weitere Lesegeräte und Lese-Apps betrifft, weil man seine gekaufte Literatur, geladene Literatur eben nicht so ohne weiteres aus der Kindle-Cloud hinausbekommt. Während bei ebook.de oder generell bei der Tolino Allianz ist mittlerweile so ist, dass immer mehr E-Books auch von den Verlagen kopierschutzfrei angeboten werden. Holzbrink, die ganze Holzbrink-Gruppe, also Drömer Knauer, Rowohlt und so weiter, bietet seine E-Books neuerdings kopierschutzfrei an. Bonnier, also Pieper, Carlsen und so weiter, bieten ihre E-Books kopierschutzfrei an. Und all diese Titel sind bei ebook.de, bei Thalia, bei Weltbild, bei Hugendubel und so weiter kopierschutzfrei zu bekommen und können auch auf zum Beispiel dann Pocketbooks, Kobo, Lesegeräten und so weiter geschmökert werden, während die E-Books, wenn man sie im Kindle Store kauft, wirklich nur auf Gedeih und Verderb mit Kindle Lesegeräten und Apps gelesen werden können. Zum Fazit. Die Kindle-Plattform macht ihren Ruf als komfortabler, gut ausgepolsterter, goldener Käfig auch mit dem Kindle Paperwhite 3 alle Ehre. Ist ein sehr gut in der Hand liegendes, sehr gut nutzbares Lesegerät mit einem exzellenten Display, einem besseren Display auch als der Tolino Vision 2 mitbringt, der direkte Rival in diesem Vergleichstest, bietet Zugriff auf sehr viele E-Books, bei englischsprachigen E-Books auch sehr gute Preise, viele Exklusivtitel für kleines Geld oder sogar kostenlos, Exklusivangebote wie die E-Book Flatrate Kindle Unlimited, aber eben auch einen sehr engen Kosmos und einen großen Zwang, die E-Books, die ich innerhalb dieser Kindle-Plattform kaufe, auch wirklich nur innerhalb dieser Kindle-Plattform lesen zu können. Sprich, wenn ich irgendwann dann vielleicht doch mal ein Lesegerät von Pocketbook, von Kobo oder auch von der Tolino Allianz haben möchte, dann bin ich in aller Regel meine Bibliothek los, wenn ich zumindest nicht zu illegalen Mitteln greifen möchte. Die Tolino Allianz lässt da ihren Lesern und ihren Kunden deutlich mehr Freiheit. Erstmal innerhalb der Tolino Allianz. Wenn ich ein E-Book bei Thalia kaufe, kann ich das auch problemlos auf einen E-Book-Reader, auf einen Tolino Vision 2 laden, den ich bei ebook.de, bei Hugendubel, bei Weltbild und so weiter gekauft habe. Aber genauso gut kann ich auch ein E-Book bei Kobo kaufen, kann ein E-Book von der Online laden und das auf den Tolino Vision 2 übertragen. Oder wenn ich mit der Tolino Allianz irgendwann nicht mehr so zufrieden bin, kann auch meine ganze Bibliothek dann anschließend zu Kobo, zu Pocketbook und so weiter
mitnehmen. Also im direkten Vergleich, auch ein sehr gutes Lesegerät, ist natürlich auch noch anzumerken, die Tolino Allianz bietet mit dem Tolino Vision 2 mehr als Wahlfreiheit, sondern auch wirklich ein sehr gutes Lesegerät mit, wie ich auch finde, einer besseren Optik im direkten Vergleich zum Kindle Paperwhite 3. Ist natürlich immer Geschmackssache, aber mir gefällt diese plane Oberfläche, ja, diese leichte Handhabung wirklich besser als der Kindle Paperwhite 3, der nach 2,5 Jahren mit dem gleichen alten Design doch schon so ein bisschen angestaubt wirkt, in meinen Augen. Daneben haben wir natürlich Tap-to-Flip, was Geschmackssache ist, nutze ich persönlich nicht. Wasserdichtheit ist aber immer praktisch, kann man immer gebrauchen und da bietet der Tolino Vision 2 doch schon eine ganze Menge fürs Geld. Also kurz gesagt, beides sehr gute Lesegeräte, mit keinem dieser beiden Geräte macht man was falsch. Kindle Paperwhite 3 etwas bessere Textanzeige, Tolino Vision 2 mehr Wahlfreiheit beim E-Book-Kauf, mehr Freiheit insgesamt. Geschmackssache und beide Geräte auf jeden Fall zu empfehlen.